Also wir beide, wir sollen so tun, als wären wir... Noch zusammen, ja. Es sind ja nur ein paar Tage. Hallo. Dein Schatz hat mal wieder den Schlüssel vergessen. Oh, da ist sie ja. Von vorne nochmal. Komm, reißt euch zusammen, bitte. Wir müssen das unbedingt absagen. Du darfst nur nie mehr weglaufen. Es wird viel passieren. Und? Was habt ihr denn den ganzen Abend bei Sven getrieben? Naja, wir haben über Fußball geredet. Ah, die Mannschaft der Kölner Gemüsevereinigung. Gemüsevereinigung? Ja, ich habe mich dann auch gleich angeschlossen bei denen. Ja, wir kaufen zusammen. Das bringt dann mehr Rabatt. Ach, gar nicht so schlecht, die Idee. Also bei dem Euro? Aber was hast du dabei gemacht, Frank? Ich muss schnell eine SMS schreiben an Annalena. Ich verstehe gar nicht, wo die bleibt. Der hat ein paar Rohre verlegt. Zwischen meinen Läden und dem wilden Mann. Damit die Lebensmittel besser verteilt werden. Ja? Es war ein Scherz! Scherz! Hey, Jungs, also ich fand euch heute gar nicht schlecht. Wenn er nicht weiß, wie er sagen soll, wissen Sie, wie er dann macht? Keine Ahnung. Wie ein Fisch. Sehen Sie? Noch ein Glas Wein, Mama. Noch ein ganz kleines Schlückchen. Ich muss dann leider gehen. Wirklich? Oh. Solange Sie hier zu Besuch sind, da schlafe ich bei einer Freundin, sonst wird es ja hier ein bisschen eng. Bis morgen dann, Frau Fechner. Es war ein wunderschöner Abend, Annalena. Das finde ich auch. Tschüss. Tschüss. Also, mein Schatz, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Ach, Thorsten, du und deine Annalena, ihr seid wirklich ein ganz bezauberndes Paar. Danke. Ich habe nur noch einen ganz großen Wunsch. Du bekommst alles, was du möchtest. Ich möchte so viel Zeit wie nur möglich mit euch beiden verbringen. Eigentlich ist die Küche schon zu, aber Tagliatelle mit Spinaci, die könnte ich noch machen. Die sind kalorienarm, ja. Und die sind buonissime, veramente. Danke, aber eigentlich möchte ich möchte wirklich nur einen Wein. Ja, un vino, sì. Tja, dann werde ich morgen eure Kostüme wohl wieder zurückbringen, oder? Kostüme? Sie meint die Trikots, die Trikots! Es ist echt schade, dass eure Männer abspringen. Wovon redet sie? Von der fußballspielenden Gemüsevereinigung. Nee, von dem Strip morgen. Die wollten doch einspringen für die Musketeers. Aber jetzt haben sie Schiss bekommen und sind abgesprungen. Aber Gott sei Dank hat Michi noch eine andere Truppe organisieren können. Strippen? Ihr? Und, was trinken wir jetzt? Bella? Amour fou. Wie bitte? Verrückte Liebe. So heißt der Drink. Ach so, ja, klar. Man trinkt ihn zu zweit. Ja. Mit zwei Strohhalmen.
Okay, dann ich komm gleich wieder, ja? Hey, hey, das war ja wohl eine erstklassige Vorstellung. Marlon ist ja echt ein Wachs in deinen Händen. Ich bin echt froh, dass ich ihm nicht die Wahrheit gesagt habe. Habt ihr gesehen, wie der mich angeschaut hat und wie der mich berührt hat? Hallo, Sophie, nicht abdriften. Erinner dich daran, wie er dich abserviert hat. Also, einen Amufu, bitte. Zwei Strohhalme. Ist süß, die Kleine. Hm. Morgen bekommt er die Quittung dafür, wie er dich behandelt hat. Muss denn das schon morgen sein? Ja klar, du triffst dich mit ihm und dann sagst du ihm, dass morgen was ganz, ganz Besonderes passieren wird. Ist ganz schön gemein. Ach Quatsch, man muss die Bombe erst scharf machen, bevor man sie hochgehen lässt. Mutter ist aus, Espresso. Sag mal, kommt Francesca heute? Morgen. Ach, das ist gut. Dann hast du ja noch genügend Zeit, einkaufen zu gehen. Jetzt, wo du keine Proben mehr hast. Sag mal, wenn wir strippen würden, was wäre daran so komisch, hä? Ach, allein die Vorstellung, dass ihr euch erotisch bewegt und dass ihr euch dann auch noch auszieht, also... Glaubst du, wir wären nicht sexy? Natürlich bist du sexy, sehr sogar. Oh Mensch, das weißt du doch. Aber auf der Bühne, das ist doch was ganz anderes. Hm? Wieso? Na ja, das ist halt mehr was für Profis. Ja, da muss man lernen, sich zu bewegen, am Ausdruck arbeiten und einfach wissen, was die Frauen wollen. Ich weiß nicht, was die Frauen wollen, ne? Ach, natürlich weißt du das. Und ob, ja. Aber bei dir, das ist einfach mehr was... Ja? Ja, für einen Hausgebrauch. Ach so, verstehe. Ich bin sozusagen ein Pantoffelheld. Das hast du auch deiner Freundin erzählt, nicht wahr? Ha? Ja, aber ein Pantoffelheld mit einem Wahnsinns-Sexappeal. Danke. Nochmals danke, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Werde ich dir nie vergessen. Ist ja nur für 3 Tage. Hast du gesehen, wie glücklich sie war? So habe ich meine Mutter schon lange nicht mehr erlebt. Ist wirklich eine sehr nette Frau. Wenn sie wieder weg ist, werde ich ein paar Tage verstreichen lassen und dann bringe ich ihr schon bei, wir hätten uns getrennt. Mhm. Wie nimmt Töppers es denn auf? Hat er Probleme damit? Überhaupt nicht. Er weiß es nämlich noch gar nicht. Du hast ihm gar nichts gesagt. Ich hab's ja versucht, aber irgendwie ist er momentan nicht aufnahmefähig. Probleme? Vergiss es, Thorsten. Nicht wirklich. Sobald er seinen Verstand wieder beisammen hat, werde ich ihm alles erklären. Keine Sorge. Hier. Als kleines Dankeschön. Ein Gutschein? Für einen Blumenstrauß jede Woche. Ein ganzes Jahr lang. Das gilt aber nur für deinen Blumenladen, oder? Ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Aber trotzdem danke. Natürlich hast du einen fantastischen Körper. Und was gibt's dann zu lachen? Ach, Carlos, du bist von der Art her eher der kraftstrotzende, schusselige Typ. Und für so einen Auftritt, da braucht man eben eine gewisse Art von Geschmeidigkeit. Und du willst damit sagen, ich bin nicht geschmeidig? Weißt du, es gibt 3 Arten Spanier. Es gibt den eleganten Torero, den bulligen Stier und den Angsthasen auf der Tribüne. Lass mich raten, ich bin der bullige Stier, hm? Carlos, jetzt sei nicht böse. Du warst ja auch wirklich der Beste aus der Truppe, aber Stefano oder Töppers? Ich meine, die Leute hätten sich in die Hose gemacht vor Lachen. Stell dir das doch bitte mal bildlich vor. Danke, Sandra. Da fühlen wir uns gleich viel besser. Ja, ich muss nach Hause. Das Baby wird gleich wach. Tschüss. Hat sie recht, Jungs? Glaub schon. Leider. Also komm, so schlecht waren wir nun auch wieder nicht. Hat Toni schon was dazu gesagt? Sie weiß es noch gar nicht. Wenn sie was wüsste, könntest du uns verstehen. Glaub mir. Also, Toni würde mich sehr gerne strippen sehen wollen. Ja. Und von was träumst du nachts, hä? Hey Mann, jetzt pack aus, Mann. Die Alte hat ja voll den Kopf verdreht.
Bella ist so scharf, dagegen sind die Penne Arabiata von deiner Oma Schonkost. Hey, ich sag dir nur im Guten. Ich hoffe halt für dich, dass deine Braut noch länger hier bleibt, Mann. Und dass du deine Zunge nicht an dir verbrennst, ha? Bella ist mir echt ein Rätsel. So eine wie sie habe ich noch nie getroffen. Gestern, da hätte ich sie beinahe geküsst. Und wenn sie an mir vorbeigeht, das ist, als würde ich meinen Finger in eine, Steckdose halten. Cool. Ja. Hi, Sophie. Hi. Du trägst ja Lippenstift. Bist du verrückt, wenn Marlon das sieht? Ach, der sieht doch überhaupt nicht mal, dass ich hier bin. Das ist so ein oberflächlicher Blödmann. Du willst doch seiner Oberflächlichkeit nicht nachgeben, sondern ihn so richtig lächerlich machen. Ja. Sophie, nur noch heute. Morgen ist er dran, aber bis dahin darf er nichts raffen. Er wird schon noch merken, wie toll du bist. Die Erkenntnis soll ihn treffen wie ein Faustschlag ins Gesicht. Hallo, mein Schätzchen. Mama, du sollst doch nicht so viel in der Gegend rumlaufen. Ich wollte mir doch unbedingt euren Laden ansehen. Na dann zeig ich dir mal alles. Wer ist denn das da bei Annalena? Ihr Ex-Mann. Ach. Mimi wollte doch heute bei Leon übernachten. Kannst du ihn nachher hinbringen? Ich treffe mich noch mit den Jungs. Klar, mach ich. Du bist ein Schatz, mein Schatz. Was ist dann jetzt? Ach du meine Güte! Hast du nicht noch einen Termin mit deinem Lieferanten? Was, ist schon so spät? Leck mich in der Tasche. Tschüss, mein Schatz. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo, Annalena. Hallo. Frau Pechner. Ja, mein Ex-Mann hat immer noch die Angewohnheit, mir den verschmierten Lippenstift wegzuwischen. Schön, dass sich Ihr Ex-Mann noch so rührend um Sie kümmert. Aber man sieht natürlich sofort, dass ihr beide nicht so gut zusammengepasst habt. Ja. Bella. Dein Vater hat mich reingelassen. Ich war gerade in der Gegend. Das ist ja eine wunderschöne Überraschung, nicht wahr? Ja. Das ist also sein Zimmer. Hat das dein Papa für dich eingerichtet, wie du 12 warst? Ja. Das wollte ich sowieso alles mal rausschmeißen. Wie sieht's aus? Gehen wir einen Kaffee trinken? Jetzt? Wir sind doch schon heute Abend verabredet. Ja, das macht doch nichts. Obwohl, ich wollte halt eigentlich lieber zu diesem Striptease gehen. Aber wir sind doch heute Abend zusammen. Du hast recht, natürlich. Wir sollten uns heute sehen. Ich hab für dich... Was? Ich hab für dich eine Überraschung. Und, das ist... Die unglaublichste Überraschung, lieber Marlon, die du dir vorstellen kannst. Hallo, Herr Töffers, ich grüße Sie. Ah, ich grüße Sie ebenfalls. Sie werden es nicht glauben. Ich hab Sie. War die nach dem Lager erfolgreich? Schnacken wir nicht mehr drüber, aber als Entschuldigung hat die Firma ein edles Tröpfchen obendrauf gepackt, eine Flasche Wein für Sie. Meine Eurozoll-Doppelspann-Muffen mit Linksgewinde, die kleinen Stingel. Und dieses hier edel, edel, edel. Deidesheimer Strohmatratze Südhang Spätlese. Die reichen mindestens anderthalb Jahre. Na und wenn nicht, von irgendwas muss der Schornstein ja rauchen, ne? Das muss köstlich sein, wird einen wunderbaren Abgang haben, ich bin mir da ganz sicher. Dass ich das noch erleben darf. So, was kostet der Spaß denn jetzt? Moment. Ordnung muss sein, Herr Töppers. Unterschrift und Sie wissen ja, gut Leser. Und wie machen wir das jetzt mit der Rechnung? Also, für diese Doppelspann sonst wie was Muffe sind es 412 Euro. Mhm. Und dann waren das ja noch die Sachen von den letzten Malen, ne? Gut, also 412 Euro, wollen wir zusammenrechnen. Eins im Sinn. Erstaunlich. Sie raten nicht, was das für ein Sümmchen gibt. Ich nehme das immer zum Essen. Was fehlt Ihnen denn?
halb so wild nicht der Rede wert. Wissen Sie, je länger ich Sie kenne, Annalena, desto mehr muss ich meinem Jungen recht geben. Womit? Dauernd liegt er mir in den Ohren. Annalena ist so toll, so klug, so schön. Soll ich Ihnen was sagen? Er hat nicht übertrieben. Mama, du machst sie verlegen. Lass uns über was anderes reden. Bilder sagen mehr als Worte. Machst du bitte ein Foto von uns? Na gut. Lächeln. So, danke. Jetzt ihr beide. Doch nicht so, ihr müsst euch küssen. Mama, wir sind mitten beim Essen. Es dauert doch nur einen Moment. Mama. Thorsten. Also von mir aus. Ja. Danke. Hallo Jungs. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon seit einer halben Stunde. Haben schon mal angefangen. Ja, es tut mir leid, aber ich hatte noch einen Termin mit dem Lieferanten. Was haben die auch noch andere Ausreden? Ja, und dann musste ich noch Timmy wegbringen, weil Annalena dann doch keine Zeit hatte. Sag ich doch. Die Weiber drehen völlig durch. Nur weil sich ein paar Analphabene mit Olivenöl einreiben. Da sagst du was. Also ich gehe auf gar keinen Fall dahin. Du etwa? Spinnst du? Niemals. Sven. Stefano, ich doch nicht. Eher wandere ich nach Düsseldorf aus. Also ich werde es deine nicht verbieten. Sollen doch die Frauen was zu kichern haben. Ha? Ja. Die Hühner. Genau. Jetzt sag, was die unglaubliche Überraschung ist. Fragt sich nur, ob du sie überhaupt verkraftest. Ich bin hart im Nehmen. Willst du auch was Süßes? Ja. Treibt sie wirklich auf die Spitze. Kann man wohl sagen. So, ich muss jetzt los. Warten Sie. Meine Freundin geht gleich ins Bett und ich habe keinen Schlüssel. Es dauert nur einen Moment. Ich möchte Ihnen gerne etwas sagen. Ich habe Thorsten deswegen zum Weinholen in den Keller geschickt. Worum geht's denn? Thorsten hat keine Ahnung, aber ich bin sehr krank. Ich habe ein malignes Melanom, Hautkrebs. Mir bleibt wohl höchstens noch ein halbes Jahr. Mein Gott, das... Ne. Mein Kind, Sie brauchen mich nicht zu bedauern. Ich habe mein Leben gelebt. Ich hatte alles, was ein Mensch braucht, um glücklich zu sein. Tja, welcher Mensch kann das schon von sich behaupten? Eben. Ich weiß es schon seit einigen Wochen. Thorsten habe ich nichts davon gesagt, weil ich gesehen habe, wie glücklich er ist. Warum erzählen Sie es dann mir? Weil ich ein Anliegen an Sie habe. Versprechen Sie mir, meinen Thorsten nicht im Stich zu lassen. Hm? Versprochen. Ja. 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 Hallo, grüß dich. Hi. Hey. Sorry, ich dachte schon, ich verpasse den Strip. Ausgerechnet heute wollte Carolina die Flasche nicht von Jenny annehmen. Aber dann hatte sie ein Einsehen und jetzt bin ich hier. Ah, und Mütter müssen auch mal Spaß haben. Ja! Hey, was machst du denn hier? Was macht ihr denn hier? Verräter. Wir wollten, Wir hatten eine geschäftliche Verabredung. Ja. Ah, Kölner Gemüsevereinigung, ne? Genau. Das ist der Frankie der Einzige, der durchgehalten hat. Hey, Frank, jetzt wollten wir dir einen Orden umhängen. Für den Einzigen, der sich an unsere Verabredung gehalten hat. Ja. Ich suche nur Annalena. Habt ihr die gesehen? Ah. Tango Tänzer. Oje, oje, oje. Hey, es ist ein Albtraum. Meine Ersatztruppe, die steht im Stau und die ganze Autobahn ist dicht. Ich habe keine Stripper.
muss jetzt darauf und das Ganze abblasen. Die werden dich umbringen. Das weiß ich. Wahnsinnig süß, aber nicht so süß wie du. Ach, das sagst du nur so. Nein, das meine ich so. Lügst du immer so unverschämt? Das ist die Wahrheit. Wenn ich lüge, werden meine Augen immer ganz grün. Ja. Ich glaube, sie verliert die Kontrolle. Meinst du? Statt dass es knallt, wenn die Bombe hochgeht, funkt es zwischen den beiden aber ganz schön gewaltig. Jetzt sag endlich, was die unglaubliche Überraschung ist. Was denkst du denn? Bella! Bella! Ich glaube, die wollen was von dir. Ja, Sophies komische Freundinnen. Was ist denn? Meine Damen und lieber Herren, es kann endlich losgehen. Und ich sage euch, so etwas hat es auf der ganzen Welt noch nicht gegeben. Aber ihr habt lange genug gewartet. Hier sind sie, live und in Farbe. Die Genialen, die Einzigartigen. Wir Muskeltiere! Ihm endlich. Du gefährdest unseren ganzen Plan. Hab noch etwas Geduld, Mädels. Nix Geduld, mach schon. Bring's hinter dich. Warum sollte ich das tun? Es ist gerade so schön mit Marlon. Und Sophie war so und so ein erfolgloses Modell. Ich bleibe Bella. Und zwar für immer.